Hallo, mein Name ist Martin Klaassen und ich lebe in Nideggen. Heute habe ich die Möglichkeit, zum ersten Mal in meinem Leben in einem Londoner Taxi in Mützenich zu musizieren. Mein erstes Stück handelt vom Älterwerden. Auch ich werde dieses Jahr ein halbes Jahrhundert alt. Und es ist eine schöne Reise, die man hat, aber es ist auch eine Reise ans Ende deiner Zeit. Eigentlich ist's wie jedes Mal, nun stehst du vor diesem Tal. Für Tränen bleibt dir keine Zeit, sie holt dich ein, die Vergangenheit. Es ist der Zahn, der an dir nagt, der Zeit, wie man so schön sagt. Den Spiegel nennst du deinen Feind, halt ihn dir vor und du wirst sehen, auch du warst schön. Mit der Maske in der Hand bringst du dich fast um den Verstand. Und dieses Lächeln, das einst verzaubert hat, die Welt um dich herum, bleibt nun stumm. Und diese Augen, die einst verdrängt, den Schatten weg vom Firmament. Sie taten es der Sonne gleich, sei nicht verzweifelt, denn ich weiß, auch du warst schön. Und dir bleibt, was du verzeihst. Aus einer längst vergessenen Ewigkeit. Ja, und du fragst dich, ja, und du fragst dich einmal mehr. Doch loszulassen fällt dir schwer. Auch wenn die Zeit dich nicht vergisst, dein Strahlen bleibt, das ist gewiss. Ein wenig schwächer und manchmal ist grad dies der Zauber, weil man erkennt. Dass kein Moment für ewig bleibt, doch das ist die Besonderheit. Das Schöne an Vergänglichkeit ist dieses einmal und nie wieder. Einmal und nie wieder. Und die Moral von der Geschichte, es bleibt das gleiche Gesicht. Und du kannst rennen, wohin du willst, dein Schatten, der bleibt dir treu. Weil er zu dir gehört, solange dein Herz für dich schlägt und es dann zu Hause ist, wenn du einmal gehst, wenn du einmal gehst. Und dir bleibt, was du verzeihst. Aus einer längst vergessenen Ewigkeit. Ja, und du fragst dich, ja, und du fragst dich einmal mehr. Doch loszulassen fällt dir schwer. Und dir bleibt, was du verzeihst. Aus einer längst vergessenen Ewigkeit. Ja, und du fragst dich, ja, und du fragst dich einmal mehr. Doch loszulassen fällt dir schwer. Was wohl einmal von dir bleibt auf dieser Reise bis ans Ende deiner Zeit. Ja, ich mache eigentlich schon seit einigen Jahren Musik.
So richtig angefangen hat es aber erst 2009 mit Auftritten in Vernissage-Eröffnungen, in Galerien und Ateliers. Das Format, was ich jetzt spiele, spiele ich seit 2013, Konzerte mit eigenen Stücken. Und das nächste Stück ist auch ein Stück, was genauso wie das vorherige Stück auf einer CD erscheinen wird, die ich gerade hier mit dem Dirk produziere. Und wir hoffen, dass wir die im Sommer fertig haben, sodass ich sie im September vorstellen kann. Das nächste Stück handelt von einem Phänomen, das eben neuzeitlich ist, nämlich dass man keine Briefe mehr schreibt. In Zeiten von SMS und E-Mails und WhatsApp, da bleibt einem keine Zeit mehr, um Briefe zu schreiben. Und meine Frau hat mich auf diese schöne Idee gebracht und hat mal gesagt, es schreibt mir gar keiner mehr einen Brief. Schreib doch mal ein Lied über einen Brief. Und das habe ich jetzt gemacht. Der Brief. Schreib mir mal wieder einen Brief, so mit Tinte auf Papier, so wie's früher war. Und erzähle mir mit deiner Hand auf Papier und den Worten, die du streichst, wie's dir geht. Sag, lebst du noch immer in derselben Stadt? Dann schreib mir hinein, was sich verändert hat. Und liebst du noch den Mann, der mich einst bezwang? Oder lebst du allein? Schreib es hinein. Ein Wort erzählt viel mehr, wird es geschrieben auf ein Blatt Papier. Es erzählt den Moment, was du fühlst, wenn es geschrieben wird, in diesem einen Augenblick. Wenn du schreibst, was du fühlst, in den Bildern, die du siehst, weil du von mir träumst. Und gibt es noch diese Scheune, wo wir einst uns nicht nur füreinander versprachen, nein, nein, vielmehr keine Details. Ein Wort erzählt viel mehr, wird es geschrieben auf ein Blatt Papier. Es erzählt den Moment, was du fühlst, wenn es geschrieben wird. Ein Wort erzählt viel mehr, wird es geschrieben auf ein Blatt Papier. Es erzählt den Moment, was du fühlst, wenn es geschrieben wird, in diesem einen Augenblick. Wünsch ich mir diesen Brief, und dann hoffe ich, er duftet nach dir. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.